So, herzlich willkommen zurück zu ja, Clicker Hero, würde ich mal sagen. So hieß das Ganze über. Genau. Na komm. Sehr schön. Oh, wir haben 6 Runden geschafft. Das ist aber nett. Das ist aber echt nice. Ja. Ja. Oh, 2500. Schon mal nicht schlecht. Ich glaube, in der nächsten Ascension können wir den sogar hier kaufen. Ja. Oh, und in 11 Sekunden ist das Ding fertig. Lass ich das mal durchlaufen? Macht das Sinn? Oh komm, ja, oh, bam. Na ja, wird trotzdem nichts. Obwohl doch, könnte was. Ich meine, es bringt nichts. Ich meine, 2x12. Also, es könnte, es ist aber, wir schaffen es doch gar nicht, sehe ich gerade. Von daher. Schade eigentlich. Schafft man ja nicht. Überhaupt nicht. Mit Klickschaden sind wir leider nicht so stark. Da machen wir überhaupt kein Damage. Von daher. Gut. Schade. Aber was soll's? Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich habe keine Ahnung. Nein. Also, es ist automatisch. Es ist so unendlich traurig. Es ist so unendlich traurig. Gut, wir ascenden auf jeden Fall erstmal. Ja. Jetzt sind wir auch so clever und speichern mal. Ja. So. Und dann geht das ganze gute Spiel wieder von vorne los. Am Anfang am besten direkt mal bumm. Damit es ja mal losgeht. Ach, ist noch nicht gereicht. Dort kann ja gar nicht wahr sein hier. Ah. So, gut, dann machen wir erstmal hier. 10 Level sind diesmal nicht drin. Was? Oh, wir haben weniger als das 100-fache bekommen. Das gefällt mir aber gar nicht. Das gefällt mir aber absolut gar nicht. Ach, jedes weitere Level würde schmerzen. Okay, dann lasse ich den mal auf Level 10. Also 40, meine ich doch. Also auf ein 10er Level. 1, 2, 3, 4. Schau, dann ziehe ich am besten die anderen auch. Weiß ich trotzdem. 2E12. Oder hebe ich die einfach alle nur um 5 Level an? Dann wird der nächste One aber auch nicht so pralle, wenn ich jetzt alle nur um 5 Level anziehe. Das ist aber nicht der Sinn und Zweck der Sache. Aber wie gesagt, jetzt alle um 10 Level, das würde. Ich kann mal gucken, bei wem es sich lohnt. Power Search? Nein. Boss Hammer? Nein. Hero? Nein. Max Treasure Chest zum Beispiel. Ja. Das hier auch, ja. Und viel mehr. Nö, der da unten nicht. Gut, dann können wir jetzt die anderen um 5 Level anheben. Erhebt euch. Okay. Okay. Okay, oh, wir haben einen Fisch. Den haben wir schon. Genau. Noch ein Fisch, Alter. Das fischt der hier richtig. So, hier nochmal 5. Perfekt. So, ist ja gut jetzt. Reg dich mal nicht so auf, kriegst ja schon deinen Nachschlag.
So. Ey, wir sind sogar schon fast die meiste Zeit bei effektiv ein Monster pro Level. Das ist ja heftig. Da freue ich mich ja. Dann werden jetzt die Sens schon extrem schnell. Und dann schaffe ich heute vielleicht noch zwei Aufnahmen. Haha. Bitte nicht. Obwohl, mal gucken. Weg damit hier. So. Immer gib ihn. Hallo, danke. Achso, die Guilds. Gebe ich die Guilds wieder vor? Die können wir eigentlich direkt wie was weggeben, oder? Oder wir machen das einfach so, ich gebe ihm erstmal alle und gebe ihnen aber eine. So. Ne? Quasi als kleine Starthilfe. Hat sie mir vorher, glaube ich, auch so gemacht, ne? Ja, doch, doch, genau so. Genau. So, jetzt machen wir hier mal weiter. Okay. Die Stats sind dementsprechend schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Nice, gefällt mir. So, was wir jetzt machen, ist jetzt bei den hier oben. Da würde ich gerne mal. Ja. So bleiben wir erstmal. Das heißt, wir machen wieder genau das Dreifache. Also nee, davor war ja, ne? Davor hatten wir ja egal. Auf jeden Fall. Kann man hier, egal. So, auf 3E6, das heißt, was ist der nächste? Hier sind die nächsten. So, das wären also 2, 7, E5. Kopieren, einfügen. Kopieren, einfügen. Kopieren, einfügen. Spaß. Einfügen. So, und bei dir kriegen wir da dann auch das Zehnfache hin. Ich taste mich mal langsam ran. Oha, ja, der wird ganz schnell teuer. So. Ja, das kostet nämlich schon 5 E12. Das ist also mir eigentlich schon zu teuer. Da überlegen wir reiflich nochmal, ob wir nicht lieber hier die anderen. Okay, jetzt wäre auch 3 E12. Also vom Preis her würde sich das nicht nehmen, ob wir jetzt die anderen. Da macht der sogar, also preislich gesehen, macht er zumindest mehr Sinn als die anderen. Weil er kostet zwar etwas mehr, ne, aber dafür haben die auch einen Sprung von 3 zu 4. Bekommen also gerade mal ein Viertel dazu, ein Drittel dazu, also von 75% auf 100% oder anders von 100 auf 133%, je nachdem wie man das betrachten möchte. Auf jeden Fall wachsen die quasi gerade mal um 33% an, während er aber um 100% anwächst. Das heißt, das hier wäre preis-leistungstechnisch besser. Von daher würde ich einfach mal sagen, fick die Henne, machen wir. So, dann haben wir alles, wofür wir gelebt haben, ausgelebt. Und natürlich kann ich mich jetzt friedevoll erhängen. Ja, so, hier war gerade 468, ja, sehr geil. Tja, da haben wir echt, ich bin echt gespannt, ob wir jetzt wirklich abdriften und nicht mehr das Hundertfache schaffen pro One. Oder ob das einfach nur jetzt eine Flaute war. Na, wie gesagt, die Frage ist ja vor allen Dingen, ob wir es jetzt in diesem One, also in dieser Ascension jetzt wieder bis, also ob wir es bis zu Chi schaffen. Wenn ja, dann könnte man wieder locker das 100-fache erreichen. Wenn wir aber wirklich wieder auf Wett hängen bleiben, na, müssen wir gucken. Ich meine, wir haben jetzt 23. Also, ich hoffe mal, also mindestens 7 sollten wir bekommen, dass wir auch mindestens auf 30 landen. Das wäre schon in Ordnung. Das wäre schon echt in Ordnung. Ja, was wir hiermit machen, ich habe absolut keinen Plan. Das ist traurig. Aber ich meine, das kann doch nicht sein. Kann doch. Na gut. Werden die so geschrieben? Ja! Mercenary, die,
Heavy Dime Klicker. Was schreibt ihr für Scheiße? Klicker Heroes. Ist das so ein neues Ding? Oder haben wir einfach nur Pech? So, meine Agenda, just die, je receive 5. Achso, das ist eigentlich einfach mal meine Frage. Weg damit. Mercenary, a little help, I can understand the various random questions. Zum Beispiel, um Söldner zu holen, oder neue Söldner zu holen. Ja. Danke dafür. Ach, wisst ihr was? Wir suchen einfach mal direkt eine 1E12. Gibt's keinen Treffer. Schade. Das ist aber natürlich scheiße. Rarität, Alter. Ich weiß doch nicht. Ne? Weiß ich nicht. Ob wir uns vielleicht einfach mal ein paar Söldner holen sollten für Rubis. Mein Vita ist einer. 40. Das heißt, wenn wir uns 5 Stück holen wollen würden, bräuchten wir. Könnten wir sogar leisten? Ja. Das hätte dann einen Wert von, naja, knapp. Also. Wenn man es jetzt hier approximaliert, ungefähr so $12. Keine Ahnung. Oder schon mal nochmal so direkt so ein Ding hier. Aber ganz ehrlich, wenn der auch wieder direkt sterben, ist dann auch Kacke. Ist doch auch Mist. Das macht doch dann überhaupt keinen Sinn. Oder sind denn, wenn man die gekauft hat, dann gleich höhere Güteklasse, sag ich jetzt mal, dass die, weiß nicht. Wenn man, dass man hier. Ne, normalerweise kriegt man meistens die hier oder die. Und dass man denn, wenn man jetzt sagt, okay, gekauft, dass man denn vielleicht mindestens so einen bekommt oder mindestens so einen oder direkt so einen. Wobei das schon echt heftig wäre. Warte mal kurz. Steht dazu irgendwas drin? Merchandise, lalala, updating Merchandise. The Merchandise Tab is unlocked after reaching Level 25. After extending the first time. All the buying the quick expansion. When a player has no merchandise, they will automatically get one for free. This will happen instantly if the player first merchandise or will take a cost and all of the merchandise have died. Das ist so traurig. Players can additional merchandise by either sending their own merchandise on item request or by paying 40 rubies. Oh, this is the same as the player have merchandise button to hide one will go on. And imagine a quick note, I'm including, When the player has less than Minion test will be locked again. After transition of the player reaching Press star, layer types, Level up. Nein. Losing some player, lose manipulating merchandise. In all player merchandise haben wir mismatch, the game automatic sage, ja, das meinetwegen das. A player can also unwilling lose a merchandise when it dies. Has? Only a maximum of 5 merchandise can be kept at a time. So a player may want to get rid of a merchandise free. Können wir dann ach so, ja klar, ich weiß, was du meinst. Man hat ja hier über diesen Merchandise-Dinger, da hat man ja auch noch, wenn man irgendwie Shift drückt oder sowas, kommt dann so ein X. Damit man die manuell quasi vernichten kann. Das ist hiermit gemeint. Genau, oder halt die Sterben. Ja. So, hier ist aber der Merchandise, also Röming. Name, names of each gender. So, irgendwie, Chance. Okay. Okay, das sieht hässlich aus. Malalali, lulalali, 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 Gott, wie viel. Ja, keine Ahnung. Okay, das ist wirklich heftig. Lol.
Tja, aber hier lässt sich auch keiner. So weit die Firma. Wir können noch mal ganz kurz gucken hier. Bam. Nö, in den Kommentaren lässt sich auch darüber keiner aus, dass die Firma einfach sterben. Achso, geht's noch weiter. Ha. What the fuck? Die sehen aber anders aus als im Anime. Die sehen irgendwie so anders aus. Sehr interessant. Turn your avatar, the last knowledge into cash. Ah, trotzdem ist das Ding hier selbst gemalt, das ist nicht vom Anime. Ihre Nase alleine sieht schon scheiße aus. Was ist da passiert? Ja. Okay. Nein, da will ich jetzt nicht weiter nachgucken. Wisst ihr vielleicht? Bei Known Bark. Nein, ich wollte eigentlich da drüber klicken. Da. Danke. So. Aha. Habe ich jetzt gerade bekloppt? Doch. Mit E geschrieben. Ja, da gibt es dazu nicht meinen einzigen Eintrag. Lol. Ja gut, keine Ahnung. Also da scheint man wirklich einfach nur unendliches Pech zu haben. Also wirklich unendliches Pech zu haben. Weil das ist echt. Was ist da los? Das ist doch nun wirklich schon, ja. Ich weiß nicht. Seltsam ist es schon. Da muss man einfach sagen, wie es ist. Ach, was ist hier? Level 30, Alter. Wir segeln uns wieder zurück. Ach komm hier. Ich weiß ehrlich, was die bringen. Weg. Aber egal. So, 54% immerhin schon. Ne? Wir haben 4% dazu bekommen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Dann gibt es eigentlich so mehr nicht zu machen. Die Guilds haben wir auch gemacht diesmal. Hätten wir letztes Mal fast vergessen. Dann speichern wir auf jeden Fall mal direkt. Speichern ist gut. Speichern hält gesund. Vor allem die Nerven. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's dann für diese Folge. Dann sieht man sich in der nächsten Folge irgendwann mal wieder. Powered by Schaumelbau, wollte ich gerade sagen eigentlich, aber ja. Auch das verkacke ich. Gut, in dem Sinne dann, gut, Browser kann gleich offen bleiben. Gucke ich gleich mal nach meinen E-Mails. Ja, in dem Moment dann, bis dann. Tschüss.